Okay, gebt es zu. Ihr sucht alle nach dem Geld, habe ich recht? Offensichtlich. Naja. Du hast ja so recht. Wie bist du denn nur darauf gekommen, Sherlock? Ihr wolltet doch nicht mal glauben, dass das Geld existiert. Wenn wir es finden, krieg ich es. Das denkst du. Wenn ich es finde, gehört es mir. Nicht, wenn ich es zuerst finde. Ja, träum weiter. Es gehört mir. Ihr habt eure Lektion offensichtlich nicht gelernt. Zurück auf den Dachboden. Die Antwort muss hier irgendwo drinstehen, das weiß ich. Reflektiert über meine Worte. Was könnte das bedeuten? Reflektion! Klar! Ich gehe dann mal hier rüber und mach das da sauber. Was ist das? Gar nichts. Lincoln hat noch einen Brief gefunden. Okay, okay, beruhigt euch. Ihr habt den nächsten Hinweis also gefunden. Aber Vorsicht, wenn ihr euch so streitet wie meine Familie, entdeckt ihr nie die Kehrseite der Medaille. Wisst ihr was? Vielleicht sollten wir wirklich einfach aufhören zu streiten. Ja, Lincoln hat recht. Sobald wir mit dem Saubermachen fertig sind, sollten wir auf jeden Fall bei der Suche nach dem Geld zusammenarbeiten. Lori, reiß dich das Geld unter den Nagel! Warte! Denk daran, was Sharon de Münz gesagt hat. Vergiss doch, Sharon de Münz. Hier kämpft jeder für sich selbst. Ja! Schnuppe am Geld, Junge. Und jetzt los, such mehr! Hey, stopp es aus, Charles. Ich schwöre dir, ich werde den Schein zurückbekommen. Und wenn ich darauf warten muss, dass er an der Ende wieder rauskommt. Ich rufe sie aus dem Jenseits. Ich rufe Mrs. Sharon de Münz. Wo haben sie ihr Vermögen versteckt? Sprich zu mir, oh, du Seele. Na los, Lady, sag mir endlich, wo die Kohle ist. Was hat Sharon gesagt? Sie sagt, raus aus unserem Zimmer! Hey, guckt! Das Brot ist Kohle! Das ist für Mäuse, das ist Moos und das Knete? Oh, kein Wunder, dass das weggeworfen wurde. Hey, was? Raus hier! Das ist unser Revier! Hey, komm zurück! Das ist mein Schein! Was gefunden? Oh nein, mein Herr! Such doch bei dir! Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Wo bist du? Ja, zurück! Zurück, ihr Bestien! Du hast das Geld gefunden! Nein, meinen fehlenden Blümchenschuh! Hier oben ist das Geld nicht! Vielleicht ist es unten! Das ist das Zimmer! Das Wohnzimmer! Lillys Zimmer! Wir haben ohne Witz das ganze Haus durchsucht, aber nichts! Hallo? Mein Blümchenschuh ist doch nicht nichts! Vielleicht haben wir im Brief was übersehen!